Der Pavillon Le Corbusier ist ein Ausstellungsgebäude, konzipiert als Expo-Pavillon. Es sind eigentlich zwei Parasoldächer, die eine Box überspannen. Eine Box, die primär Ausstellungen zeigen soll. Der Pavillon wurde 1967 eingeweiht. Damals von Heidi Weber als Initiantin des Gebäudes. Und sie war eine leidenschaftliche Corbusier-Sammlerin und hat auch das Werk Corbusiers nach Zürich geholt und einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Der Pavillon ist ein Stahlglasbau. Es sind Stahlreimen, die eigentlich mit 25.000 Schrauben zusammengehalten werden. Eine Bauweise, die hier gar nicht notwendig gewesen wäre. Das war eigentlich viel mehr von Corbusier als Prototyp, als Versuch ausformuliert, da er in Roquebrune an der Küste eine Lösung gesucht hat, wie man dort modular bauen kann. Und dort gibt es einerseits von der Brandung her all die Wellen und andererseits ist es in einem Klippenhang. Das heißt, man muss dort zum Bauplatz kommen und das Material dorthin bewegen, was hier nicht notwendig gewesen wäre. Und das hat er dann als carte blanche angeschaut von Heidi Weber gegenüber ihm, dass er hier das exemplarisch ausprobieren kann. Die Restaurierung dauerte 2 Jahre, wurde von Arthur Rüegg und Silvio Schmed gemacht, zwei total passionierte Corbusier-Fans und Architekten. Das Schwierigste in diesem Kontext war sicher das Dach. Das ganze Dach war kontaminiert, das waren 12 Schichten hochtoxische Rostschutzfarbe, die unter Niederdruck da runtergeholt wurden mit einem Sandstrahlverfahren, das war sehr aufwendig. Das war sicher der schwierigste Teil der Sanierung. Ansonsten ist der Pavillon eigentlich in einem Zustand nach einer
einer exquisiten Pinselrenovierung. Es wurde nicht viel am Pavillon selbst gemacht. Es war wirklich viel mehr die Rostbehebung, auch außen bei diesen Stahlrahmen. Innen im Pavillon wurden die Materialien lediglich reaktiviert. Das zum Beispiel diese Holzpaneele, die man im Innenraum schön sieht, die wurden mit Verdünner wurde da der alte Lack wieder aufgelöst und an die Oberfläche geholt. Die waren nahezu weiß, jetzt sind sie wieder braun. Der Pavillon, der Ausdruck von außen ist stark geprägt von diesen Emailpanelen in den Primärfarben. Diese Paneele sind extrem robust, die sind immer noch aus der Originalzeit. Die wurden lediglich auch wieder aufgefrischt während der Sanierung. Gorbusiers Vater, lustigerweise, war Emailleur in La Chaux-de-Fonds, in einem Uhrenwerk. Das hat sicher auch zur Faszination Corbusiers für das Email als Baumaterial beigetragen.